Grüßen. Yo, 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 meine Kiddies. Ich bin immer noch hier. Und versuche. Also, ich muss euch. Ich habe euch enttäuscht. Man kann keine Kinder schlagen. Es geht nicht. Ich weiß, ich bin genauso entsetzt von meiner Leistung wie ihr. Um das klarzustellen, wir unterstützen nicht Kinder schlagen, Misshandlungen. Um das klarzustellen, ich schon. Ja, wir haben in der Schule gelernt, wir sollen ehrlich sein, hallo. Ich habe jetzt gerade den Rubin nicht eingesammelt wegen Baum. Der haut mich ja. Mich hat hier gerade fast schon der erste Gegner besiegt, weil ich nicht in der Lage bin, eine Waffe gescheit auszurichten, weil ich immer noch nicht darauf klarkomme, dass man sie nicht schräg ausrichten kann. Das ist bestimmt ein Loch im Boden, in das ich gerade reingefallen bin und in mich sterben werde. Korrekt. Nee, da konnte ich nicht lang. Hä? Ein Gegner! Ich wäre gerade fast gegen den Gegner gelaufen. Und das Problem am Gegenlaufen ist ja immer, da stirbt man. Also, lieber nicht machen. Lieber Rubine einsammeln. Ich werde niemals mit dem Kampfsystem hier zurechtkommen. Deswegen muss ich jetzt hier die Dinger klatschen und das mache ich auch. Ich habe noch ein halbes Herz und das ist auch echt eine gute Leistung, finde ich. Aua, man kann die Dinger nicht töten. So. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meine Leistung an der Stelle. Das letzte Mal, als ich das Spiel gesichert habe, hatte ich eineinhalb Leben und noch kein Schwert. Das bekommt man nämlich erst da, wenn man da lang geht. Da kommt jetzt so eine epische Zwischensequenz, in der ich mich hauptsächlich immer nicht bewegen kann, es aber gerne würde. Außerdem ist die Sprechgeschwindigkeit von dem Typen begrenzt und ich bin richtig angepisst davon. Zeit hirnlos A zu spammen. Mach schneller jetzt. Meine Güte, das ist storyrelevant. Das müssen doch die Zuschauer nicht sehen. Ach so, doch müssen sie. Aber... ja... der Namen B zu lesen. Das ist ja toll. Ui, epische Musik. Toll. Warum ist der Gegner gestorben? Hä? Okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Zeit darüber zu gehen. Festzustellen, da sind neue Gegner. Die töten mich jetzt erstmal. Selbstvertrauen ist da. Ein Herz! Das bedeutet Liebe. Also tut's nicht und so, aber hey, das bedeutet Liebe. Wir alle kennen die Wahrheit. Was sind das denn für Dinger? Ach, das ist ein Affe. Kann ich mal aufhören, mit Kokosnüssen auf mich zu schmeißen hier? Ich werde dich töten. Okay, ich kann dich nicht töten. Ich will dich aber töten. Ich will alle töten. Alle. Ich will das Ding nicht hochheben. Lasst mich in Ruhe. Bananenhimmel. Erwin nebenbei sammelt Dosenfutter aller Art. Seltsames Hobby. Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Liegt an den Genen. Sag mal, hat der dann... ist das Wasser? Steht dem sein Bett im Wasser? Cool. Darf ich hier deine Bananen wegschnabulieren, bitte? Weil ich habe Hunger und mir ist kalt. Ja, da sagen die wieder, es ist eine schöne Truhe. Tolle Truhe, ja, sehr gut. Man kennt's. Ich wünsche mir immer noch Leben. Das ist eigentlich alles, was ich vom Leben noch erwarte. Ha, Leben.
Das könnte eine gute Truhe sein, so eine mit Zeug drin. Aber man kann sie nicht aufmachen. Zu schwer. Ich will das nicht hochheben, ich will das öffnen, das ist ganz sicher Loot. Ist das jetzt euer Ernst? Das ist sowas von, da ist irgendwie Loot drin, aber ich bin einfach zu unfähig, um ihn einzusammeln, kann das sein? Sad life. Da werden jetzt gleich noch weitere Gegner auftauchen, von denen ich komplett überrascht bin und ich werde sterben. Mein Charakter kann nicht mal schwimmen. Hallo. So alt ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Damals konnten die Leute schon schwimmen. Ah, Gegner, Gegner, Gegner. So, noch mehr Gegner. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin mehr so der Typ fürs Fishing Simulator. Ja, das Fishing Simulator sind sowieso beste Spiele. Richtig mit Fischen. Stand hier eigentlich irgendwas Sinnvolles drauf? Seeigel mit dem Schild zur Seite schieben. Das habe ich erfolgreich getan, indem ich sie mit dem Schwert zur Seite getötet habe. Vor allem, wo zur Hölle soll es denn so große Seeigel geben? Gegen die würde sofort das US-Militär einen Luftschlag führen, weil sie viel Angst davor haben, von Seeigeln besiegt zu werden. So, kann ich hier links noch irgendwie runter? Ist da noch irgendwas? Nö. Da ist noch mehr Gras, in dem ich meine Wut auslassen kann. Ja, ich habe Leben bekommen. Leben. Das steht für meine Liebe zu dem Gras. Ja, ein Rubin, das ist immer gut. Gegner. Habe ich was gegen die Gegner? Also eigentlich sind sie ja nur da und nicht gefährlich und so, aber hey. Einfach mal abschlachten. Weil der ist bestimmt in irgendeiner Form doch gefährlich. So. Ich weiß nicht, was das Spielgame von mir will bis jetzt. Es heißt, ich muss irgendeinen Fisch oder so den Windfisch wieder aufwecken. Das Problem ist nur, schon mal versucht, einen Windfisch wieder aufzuwecken. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, an welcher Stelle in seinem Leben man mit der Story weitermachen soll. Aber hey. Da geht's nicht lang. Da habe ich den Abgrund überwunden. Da geht's lang. Das sind bestimmt Gegner. Nee, das sind keine Gegner. Die kann ich auch nicht hauen. Ich hasse Sachen, die ich nicht hauen kann. Hallo. Boom. Schlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Boom. Schlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Ich brauche also einen Schlüssel. Müsste ich quasi nur noch einen Schlüssel finden. Ich kann immer noch nicht in eins dieser Löcher rein, oder? Nee, die machen mir immer noch nur Schaden. Und warum bin ich da reingegangen? Ich wusste das doch schon. Der macht mir immer noch auch nur Schaden. Warum habe ich mich jetzt von dem hauen lassen? Ach ja, du Moment. Wie lange geht denn jetzt? Wie viel zu lange geht jetzt eigentlich schon die Aufnahme? Ach ja, viel zu lange. Okay, perfekt. Keine Ahnung. Glaubst du, ich weiß, wo man das nachguckt? Unten links irgendwo, unten rechts irgendwo, ja. Automatische Pläne zeichnen. Und Memo-Buch, das Buch lesen, ja, nein, ja, Um die Karte der Insel zu sehen, die der Gameboy automatisch zeichnet, schwarze Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Blablabla. Ah, und Interformation, genau. Lesen, bla bla bla. Wie man einen Fahrwerkspieler. Jetzt bist du weg, komplett bald. Du hast die Cap abgenommen. Ja, ich hasse die Cap.
Ja, okay, dann machen wir das. Gegenstand aus dem Menü wählt. Das Buch lesen? Ja. Wähle den Gegenstand aus dem Untermenü. Was? Ah. Ich habe jetzt aber nur das Schwert, blöderweise. Hm. Ich muss mich jetzt durch alle Bücher durch. Der was? Generation ist die Familie der des Hell. Drücke den Schwertknopf und halte ihn gedrückt, bis das Schwert zu blinken beginnt. Lass den Knopf los, um dann mit dem Schwert zu wirbeln. Mach ich. Kann ich. Perfekt. Voll die schwierige Technik. Die Benutzung des Schildes für Fortgeschrittene, das Buch lesen. Ja. Hältst du den Knopf gedrückt, kannst du dich vor gegnerischen Angriffen schützen und manche Monster sogar wegstoßen. Den Schild gibt es auch als Sondermodell Spiegelschild, der vor Strahlen aller Art schützt. Toll. Dunkle Geheimnisse von Kokolind. Ja, gut. Jo. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe. Kleinen Lettern in dem Buch. Warum muss die Lupe magisch sein, damit ich das Buch lesen kann? Ja, ich will die Karte sehen. Die Karte hilft mir ja gar nicht weiter. Aber es ist eine ziemlich große Map. Die damalige Verhältnisse fällt mir auf. Die Vorzüge der Teleporter. Das Buch lesen. Ja, auf Kokolind gibt es einige Teleporter. Um sie benutzen zu können, musst du dich in das Loch fallen lassen. Du landest automatisch an einem anderen Teleporter. Du kannst nur Teleporter benutzen, die du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Nicht ohne meine Bombe. Das Buch lesen, ja. Mach du die Bombe hingelegst, nie wieder aufheben, wenn du den Knopf erneut drückst. Um sie jetzt zu werfen, musst du ein weiteres Mal den Knopf drücken. Schon gewusst? Nein, habe ich nicht gewusst. Ich wusste noch nicht mal, dass ich eine Bombe bekomme. Sieh mal, wie informiert ich bin. Voll gut. Kann ich da runter? Kann ich das kaputt schlagen? Nee, natürlich nicht. Es gibt hier aber Schmetterlinge. Stellt sich mir quasi nur noch die Frage, was bringen mir diese Schmetterlinge? Aber hey, Schmetterlinge. Zauberwald. Schauder. Was? Ich habe nur 1,5 Leben. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen mit einem Zauberwald Schauder? Ist schon ein normaler Zauberwald gruselig genug. Außerdem habe ich Angst davor, Rubine zu verlieren, weil dann kann ich gar kein Gras mehr schneiden. So komme ich da runter. Ah, voll schlau. Hm. Okay, mache ich jetzt aber noch nicht. So. Oh. Und der hat dann eine ganze Weile auf mich gewartet, glaube ich. Zauberwald. Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg führt zur Außenwelt. Nur wenn der Wind frisch wach ist, könntest du die Insel verlassen. Musst wissen. Hm. Auf Kokolin herrschen andere Naturgesetze. Zum Beispiel kann man nur in den direkt horizontal im Feld vor sich mit dem Schwert hauen und füllt dort aber alles unblockbar aus. Voll gut. Sehr interessante Naturgesetze. Werden dir viele seltsame Dinge, bla bla bla, begegnen, um den Windfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald gibt es einen Schlüssel, das ist ja, das finde ich gut. Ich dachte, der pennt. Warum sieht der mich?
Hä? Hallo? Erstmal Gras schneiden. Zack. Ach komm schon, als ob hier jetzt überall Gegner sind. Ich kann nicht mit Gegnern umgehen, die sind voll gefährlich. Das sind Goblins oder sowas. Hä, was machen die da? Hä, der ist ja... Warum macht er seine Bewegung nicht von einem Gegner abhängig, sondern läuft er nur blöd rum? Hallo. Okay, dann gehe ich jetzt da hoch. Da werden jetzt die... Nee, die Goblins sind nicht respawned. Das ist ja voll gut. Das scheint das hier so ein Dungeon zu sein, tatsächlich. Geil, ein Herz. Aua! Spinnt ihr? Der Goblin lässt sich nicht wegschubsen. Und weiter nach rechts, da ist bestimmt der Schlüssel. Hauptsächlich ist da noch ein Goblin. Ich bin einfach viel... Ich sterbe an dem. Ja. Okay. Voll die gute Idee, jetzt das Spiel zu speichern. Hätte das Spiel schon vorher speichern sollen. Riesigen Stein, Bodenplatten, Einsturzgefahr. Rein in die Höhle. Der Macht erhalten, spürst du die Energie? Nee, eigentlich nicht. Das Schwert. Oh. Ist ja voll gefährlich. Hallo, als ob man die Kisten nicht. Voll doof, Mann. Sag mal, verliert man gar nichts, wenn man stirbt, kann das sein? Macht's also gar keinen Sinn zu speichern? Sag mal, komm ich. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Jetzt mal ernsthaft, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Also, gar nicht. Ich bin verloren. Load Game. Hier. Perfekt. Sag mal, irgendwie, hä? Spiellogik und so. Habt ihr auch drauf gepfiffen teilweise? So, knappe Geschichte mal wieder. Jetzt ist ein Teil der Macht in das Loch gefallen. Ist es jetzt euer Ernst? Was? Also ernsthaft. Hätten sie sich ihre Spielmechaniken nicht mal besser durchdenken können. Jetzt muss ich... Nein! Come on. Oh, Teil der Macht. Ich hatte es ja schön mit meinem Teil der Macht. Energie spüren und so, aber dafür bin ich halt jetzt tot. Speichern und weiter. Hallo. Bist du das Wesen mit dem Teil der Macht? Es ist doch widerlich. Komm hier. Hä? Verzweiflung in der Hut. Was? Hä? Hä? Da kann ich nicht drüber. Genau. Also wieder raus hier. Ich bin noch nicht bereit für diesen Teil der Macht. Ich soll den Part beenden.
Cliffhanger Time. Ich hab, sag euch nicht, was hier hinter dem Dings ist. Lauf aber schon nah an die Kante. Ciao.